Einen wunderschönen euch allen. Ich wollte heute mal das Patch von gestern etwas benutzen, gebrauchen, wie auch immer. CCP hat uns nämlich ein neues Karriereagentenprogramm spendiert. Und da gibt es ein bisschen was hier im Abstab zu schrauben. Insgesamt nämlich 750.000 Skillpunkte. Bisschen ISK, bisschen Skin, was man so alles braucht. Aber das eigentlich Interessante ist, dass man die verschiedenen Jobs, Jobgruppen in EVE vorgestellt bekommt. Und da wollte ich mal zumindest den Vollstrecker bzw. Soldier of Fortune 2, je nachdem wie man da heute kommt, ausprobieren. Und mal schauen, was da so passiert, was da so gefordert ist. Als weitere Belohnung gibt es auch Expertensysteme, aber das ist ja für einen, ich sag mal, geskillten Charts nicht so relevant. Interessant ist, dass es halt jeder Char machen kann. Das heißt, ich werde das mit einem Char machen, der halt 170, 180 Millionen Skillpunkte hat. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Das hier ist die Ingame-Übersicht. Dieses formschöne Symbol hier nehmen. Sollte in allen Neocons neu aufgetaucht sein. CCP weist auch darauf hin, dass man es jederzeit verschieben oder entfernen kann, wenn es einem stört. Also wenn man es halt nicht machen möchte. Und schauen wir mal, was hier möglich ist. Was haben wir hier? Karriere erkennen. Das ist ja wieder... Risiko keins. Ja, dann schauen wir mal, wo der ist. So ein Kurs setzen Feature für. Anscheinend nicht, okay. Das heißt, wir müssen uns hier über Agenten, Karriereagenten und Enforcer via Jumpset Destination irgendwo stellen. Hi Cyborg und an dieser Stelle auch gleich ein Danke Cyborg für das Buch. Und ihr könnt gerne Missionen fliegen nebenher, ich werde aber nicht dran teilnehmen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der eine Flotte bastelt und das bisschen koordiniert. Weil ich absolut keinen Plan habe, was im Karriereprogramm auf mich zukommt. Einfach mal ich überraschen lassen wollte. Und schauen wir mal. Ich finde so Sachen, also ganz allgemein, ich finde Geschenke von der Wunschliste auf Amazon sinnvoller als Abos hier auf Twitch. Hat zwei Vorteile, zumindest für mich, beziehungsweise auch für euch. Der Vorteil ist, dass wir nicht Twitch die Hälfte der Kohle in Rachen schmeißen für nichts. Und das andere ist, dass man sich bei der Wunschliste halt, also ich mir Gedanken gemacht habe, was ich halt möchte und ihr euch Gedanken machen könnt, was ihr schenken wollt, weil es halt relativ breit aufgestellt ist. Und lieber halt ein Buch pro Jahr für sich 10 oder 15, 20, 25 Euro. Es sind diverse Staffelungen da, weil nicht jeder gleich viel geben kann und möchte. Als halt jeden Monat da 5 Euro reinzuballern, von denen halt 2,60 Euro oder so ankommen. Also mit den ganzen Abos, um es mal in Zahlen zu fassen, seit Mai, glaube ich, bin ich im Stream und seitdem habe ich 17 Dollar verdient. Das heißt, jedes Buch,
Also der Cyborg alleine hat jetzt mit dem einen Buch mehr spendiert, als diese ganze Abo-Geschichte gebracht hat, inklusive Prime-Abos. Also es ist halt nicht effizient. Was natürlich nicht heißt, wenn ihr Prime-Abos überhaupt, dass ihr nicht gut erhalten und gebrauchte Prime-Abos hier reinballern dürft. Gut, fragt von was sinnvoller ist. So, das für den macht mit Extendern schon Purgern mehr Sinn, weil die Purger diese minimale Aufladerate bei Schlachtschiffen nichts hilft. So, Karriereagenten. Was wollten wir? Enforcer wollten wir. Okay, dann also die Belohnungen hier, die sind in den meisten Fällen, das habe ich schon im Patch Notes gelesen, in den meisten Fällen sind die Belohnungen hier rassenspezifisch, das heißt der Minmar-Charger bekommt halt jetzt hier eine Autocannon und Projektilmunition. Manchmal ist es aber auch so, dass man versucht, durch die Missionsbelohnung den Char aus der Komfortzone rauszukriegen. Sprich, er kriegt Raketen oder was der Geier was, Laser in die Hand gedrückt, in der Hoffnung, dass er dann was anderes mal ausprobiert. Können wir auch gleich rausfinden, wie viel HP die Gegner hier haben. Wenn die mit 254 HP Kinetik weg sind, wissen wir, dass sie wie viel HP sie haben. Oder zumindest, dass sie dann nicht mehr haben. Hi Gurney Anya. Spielst du auch mal wieder? Was ist denn mit den NPCs los? Die Raketen treffen doch. Noch 35.000 Kilometer Reichweite des Schiffs. Dann könnt je nachdem, wo du bist mit der Raven, kannst du hier das EM-Loch vielleicht oder das Thermalloch entweder ausgleichen oder die zwei anderen. Also wenn du im Kalari-Raum bist, Kinetik, im Inmatar-Raum, Explo, ein bisschen pumpen.
und vielleicht den Jump Drive rausmachen und dafür, oder den Microwave Drive, je nachdem, rausmachen und dafür einen speziellen Resistenz reinhauen. Also EM oder was wäre was. So, jetzt ist das hier zusätzlich erledigt. Okay, jetzt haben wir das alles gemacht. Wir haben die Mission abgeschlossen. Wir haben unser Standing erhöht. Wir haben das Standing noch ein bisschen mehr erhöht. Wir haben eine Chatnachricht gemacht. Wir haben unser Standing erhöht. Und wir haben unser Standing erhöht. Okay. Okay, cleverer wäre es gewesen, da oben Claymore zu drücken. Was muss man hier machen? Acquire Goods. Okay, na dann. Die zwei, die im hier surrounding.de oben sind. Ne, Moment, stimmt nicht. Wo sind die hin verschlampt, die Skillpläne? Ach, die, ne? Ja, stimmt, die sind in der Allianz mittlerweile verschoben. Basis-Skills und Drohnen-Experte. Das sind so Beschäftigungstherapie-Dinge. Ist doch gar nichts mehr. Ist doch alles abgeschlossen hier. Also wer die Skillpläne haben möchte, die könnt ihr euch natürlich auch reinziehen und mal gucken, was euch da noch so fehlt. Basis-Skills ist nicht Magic 14, wohlgemerkt. Das ist ein bisschen drüber. Und ein bisschen drüber heißt bisschen drüber. Die Agenten sollten zurückgesetzt worden sein, steht zumindest so im Tutorial drin. Hier steht irgendwo im Tutorial, dass sie zurückgesetzt worden sind. Okay, Sylvain ist im Laderaum gespawnt. Das ist das Level 5 Missionsfitting. Kann man schön weit nach Malachi stehen. Complete. Claim Rewards. Diesmal nur eine. Okay, wieder Piratenkill. Ich sehe schon, am Ende haben wir eine komplett gefittete Slasher hier stehen. Hier kommt jetzt tröpfchenweise Slasher-Fitting. Was habe ich denn gemacht? Ich habe. Na, das ist doch erledigt. Okay, da muss CCP nochmal nacharbeiten, dass irgendwas mit dem, dass irgendein Reward hier, der entweder nicht claimbar ist oder zeigt Dinge an, die nicht mehr existieren.
Haben Drohnen jetzt ein neues Symbol bekommen? Kann es mal jemand aus einer anderen Mission bestätigen? Weil das diese Fallgeschichte, die ist, oder dieses Kreuz, das ist ein altes Symbol, was wir, keine Ahnung, 2014, 15, 16 so irgendwann mal, glaube ich, hatten. Da hatten alle Schiffe unterschiedlich dicke Kreuze. Hi, Matti. Am Cyborg kannst du mal nachschauen, ob die Agenten bei dir wieder freigeschaltet sind, obwohl du schon geflogen bist. Waitman. Ungoblin, die ich gerade voll übersehen, sorry. Ich bin gerade in den Karriereagenten, weil CCP hier neues Programm aufgelegt hat. Ist jetzt abgehauen? Ausgeworfen, whatever. Das ist dieses Karriereprogramm hier. Das ist unter diesem formschönen Button hier zu finden. Und das belohnt halt an diversen Stellen alles Mögliche. Diese vier Bereiche, quasi PvE, Scan, Industrie und PvP. Und dann wird's halt, gibt's halt für alles Mögliche, gibt's halt Belohnung. Hier zum Beispiel für diese Standing-Anhebegeschichte gibt es halt Belohnungen. Oder gab es Belohnungen, die habe ich mit einer Mission erledigt, warum auch immer das instant erledigt worden ist. Oder er hat gecheckt, dass bei mir Standing halt höher ist und hat dann anstatt diesen Increase festgestellt, dass es schon drüber ist. Was wahrscheinlich nicht so geplant ist, aber ja. Und das ist diese Karriere-Missionsgeschichte, die ich gerade am machen bin. Da ist der Afterburner für Slasher-Fitting. Ja, die Skillpläne, das ist halt, wie gesagt, das ist halt nicht Magic 14, das ist halt Magic 14 plus Dinge, die man tatsächlich noch braucht und die halt wirklich sinnvoll sind. Und bei den Drohnen ist es im Endeffekt alles bis auf die Mutierten und Fighter und was halt Capital-Zeug ist. Wir können hier mal anschauen, mir fehlt nämlich hier auch Amar, weil ich halt so gut wie nie Amar-Drohnen verwende. Das Basisding ist durch. Ist halt sehr viel drin. Ja, laber. Ist halt sehr viel drin, was halt quasi Magic 14 Plus ist. Und ist aber auch so sortiert, dass es einigermaßen angenehm zu skillen ist und die Fortschritte relativ sinnvoll zusammen sind. Also da ist auch Beweglichkeit, also Agility-Zeug, Navigationszeug und so weiter und so fort drin. Approach the target. Okay, dann gehen wir da mal näher ran. Aber dann sollte der Char halt auf einer Basis sein, dass er halt wirklich in jede Richtung gut vorbereitet ist und solides Fundament hat, sagen wir es so.
Ich werde noch reich mit diesem Fortune-Gedöns hier. Nur warum es permanent anzeigt und ich verstehe, wenn irgendwas abgeschlossen ist, das nervt ein bisschen. Wie nah muss man da dran sein? Okay. Quasi auf 0 stehen. Naja, Mühe gemacht ist jetzt übertrieben. Ich habe halt geschaut, was sind halt Magic 14 Skills, was sind Skills, über die du ständig stolperst, die häufig vergessen werden. Und dann habe ich halt geguckt, was sonst noch irgendwie so unterwegs ist, wo man mal vielleicht brauchen könnte und die meisten Leute halt hinten durchfallen lassen. Oder Skills, die ich zum Beispiel auch irgendwie hinten runter habe rutschen lassen. Weil ich weiß nicht mehr, was das war. Es war irgendein Drohnen-Skill. Und der, den hatte ich nicht. Ich glaube, es war entweder Reichweite oder Durability oder so irgendwas. Also irgendeiner, der keine weiteren Skills nach sich zieht. Und dann habe ich den nicht geskillt gehabt und habe mich halt die ganze Zeit gedacht, warum funktioniert das mit den Drohnen bei mir nicht? Bis ich mir mal die Mühe gemacht habe und habe mal die Skill-Gruppe hier Drohnen aufgemacht. Und hab halt dann, das hier ist ja quasi ein Must-Have, also dieser Bereich. Drone plus irgendwelche Fähigkeiten. Reichweite, quasi Überleben. Dann Schaden und Mining Yield. Geschwindigkeit und dass die Dinger überhaupt irgendwas treffen. Und irgendeinen davon habe ich halt verschlampt gehabt, nicht auf dem Schirm gehabt. Und der Char hat sogar Mining-Drohnen, das ist komplett witzlos, weil da eh keine fliegt. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt draufgezogen habe. Hallo Herr Rufian, tschüss. Das hier ist neu gemacht auch. Auch, dass die sich innerhalb von ihren Fenstern bewegen können, dass es Animationen sind. Und diese Nebel hier im Hintergrund, die sind angeblich in HD, aber ich erkenne da keinen Unterschied. Das war scheint wieder so auf so einem Level Grafik-Nerd, dass es Normalsterblicher nicht wahrnimmt. Das Einzige, was ich jetzt glaube, was ich geändert habe, war der Mond, den ich gerade gesehen habe, weil der war schärfer. Das war nicht dieses, nicht so verwaschen, wie es sonst als war. Ich glaube, das war früher nicht so klar strukturiert, nicht so klar, also nicht so, war mehr so verpixelt. Kann jemand Umweg über die Sonne machen, gucken, wie die aussieht. Ob da noch was nachgelegt worden ist, weil die haben sie ja erst vor Jahr, anderthalb neu gemacht. Im Waldeck Channel sind Leute dabei zu fliegen, aber ich selber mag keine, nein. Aber Norge und Silent Kurt und Martin, glaube ich, sind am Fliegen.
Eiriko. Nee, ich sag grad nix. Deswegen habt ihr keinen Ton. Aber der Bot hat aber nicht synchronisiert. Kann sein, dass wir können nochmal probieren. Ja, ich mache die Anfängermission, da kann man nicht viel kommentieren, außer ich mache gerade Zeug kaputt. Weil das dieses R-Karriereprogramm ist neu. Bei, also in den Patch Notes steht, dass die Karriereagenten, die man dafür fliegen muss, eigentlich resettet worden sind. Aber, wer war es? Cyborg, glaube ich, war es. Dass die nicht resettet wurden. So wird das Wetter heute. Beziehungsweise ist das Wetter heute. Ach, das haben die so gelöst, okay. In den Patch Notes steht nur drin, dass es diese Skins geben wird, als Belohnung. Aber da steht nicht drin, wann man die bekommt. Anscheinend haben sie die immer für jeden Karrierezweig in einen Container gepackt und dann Skillpunkte dazu geworfen. Wenn noch ein bisschen mehr Luftfeuchte hätten, dann können wir drin schwimmen.
Also wenn sie schon die Animation machen, könnte er sich ein bisschen mehr bewegen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es ein E oder eine Sie ist, weil Aliko, keine Ahnung, was das für ein Name ist. Ja, stimmt, morgen 31 Grad und am Freitag 24. Finde ich gut. Streamtage sollten grundsätzlich kühler sein. Um nämlich nicht ständig Straßengeräusche mit dem Stream zu haben und durch das Fenster zu, beziehungsweise die Balkontür. Und das heißt, ich habe hier dann noch wärmer, als es eh schon ist. Das sind so die Momente, wo man sich auf einer Insel wünscht, dass man auf einer Insel wohnt. Und dann im Herbst direkt wieder umziehen, weil Herbststürme können schön sein, aber wenn du dabei abzusaufen drohst, ist halt schon so semi-geil. Also das wäre eher umgekehrt, glaube ich, für mich der Kill. Wenn ich aus minus 15 Grad nach 43 Grad, auf Deutsch mit irgendwie scheiß Zahlendreherei immer, kommen würde. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich kalt geiler finde als umgekehrt. So. Ich bin Wintermensch. Das ist interessant gemacht, das könnte aber auch für einen Anfänger schon unangenehm werden. Wenn du 250 HP verlierst. Hi, Wallgangster. Willkommen im Anfänger Air Carrier Programm Nixtream. Muss man hier machen. 50, 100, 250, 500, 300. Ich glaube, das kriegen wir hin. Eine Level 4 Mission, das Ding ist erledigt. Sicherheits... Was gibt es denn da als Belohnung?
Ich war gespannt, wer 20 Level 1 Missionen in 25 Minuten hinkriegt. Sportliche Ansage. Gwen, ja, abgeben halt, 20 Missionen machen und dann fertig sein. Die Gegner hier wissen ja auch nur Danke fürs Mitspielen. Also effektiv heißt das 20 Level 1 Missionen machen. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn sie das gestaffelt hätten. 10 Level 1 Missionen, 10 Level 2 Missionen, 10 Level 3 Missionen, 10 Level 4 Missionen, 10 Level 5 Missionen und gib ihm. Jetzt haben wir hier im Combat. Ach, das ist einfach nur NPCs wegklatschen. Ja, genauso wie die NPCs wegklatschen, so die Mission machen. Das heißt ja aber, diese ganzen Missionen, die sind ja tatsächlich nur für Anfänger ausgelegt. Wenn man da hingeht und macht eine Level oder vielleicht zwei Level, Level 4 Missionen, dann ist das Ding ja gegessen. Wenn in diesem Enforcer Frigate Crate tatsächlich ein Enforcer drin ist, dann ist es die Mission, die Möglichkeit hier zu bescheißen ohne Ende. Was mit all deinen Chars, die Level 4 Missionen fliegen können, eine Mission und hast Enforcer ohne Ende. Ja, das ist die Zeitvorgabe, die CCP dafür hat. Du machst 20 Missionen fertig und das ist die angenommene Zeit für diese 20 Missionen, sind 25 Minuten. Hast also im Endeffekt eine Minute ein bisschen was pro Mission. Wieso ist denn jetzt das Ding ganz weit draußen, JDW? Egal. Moment, wo war das mit der Mission? Sicherheitsagent. Weil er hier für 5 Missionen hat er. Achso, der dir das auf. Na gut, dann macht's Sinn. Also für die 20 Level 1 Mission gibt er dir 25 Minuten Zeit. Oder sagt dir so Pi mal Daumen. Das kann halt schon sportlich sein. Je nachdem, was du da an Missionen hast. Selbst wenn du eine 4 Jumps Zeug durch die Gegenfliege-Mission machst oder so, bist du ja schon länger unterwegs als eine Minute. Nee, das ist für die gesamte Aktion. Sonst wird er da pro Dingens stehen. Aber hier steht Estimated Time. Da steht nicht pro Mission, sondern nur insgesamt. Aber bei den anderen Sachen steht es ja auch dabei. Das steht ja auch immer
ja auch immer, wie lange es dauert. Der sagt hier, für diese eine Mission 10 Minuten, für die brauchen wir, okay, für diese eine Mission habe ich 25 Minuten Zeit und für die anderen 20 habe ich auch 25 Minuten Zeit. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wer da die Zeitschätzung gemacht hat. Weil 20 Minuten pro Mission wäre dann nämlich schon wieder zu viel. Das ist dann eher sowas Level 4 Missionsbereich. Du kannst es einmal pro Char machen und ich habe vorhin gefragt, dass einige, die in letzter Zeit schon mal die Dinger gemacht haben, die haben sie anscheinend gesperrt bekommen. Obwohl in den Patch Notes drin steht, dass es eigentlich resettet worden ist. Also eigentlich müssten alle, die irgendwann mal die Dinger gemacht haben, es nochmal machen dürfen. Manchmal gibt es halt irgendwie ein Zeitfenster. Wo war denn das? Sicherheit. Und hier sind halt sehr interessante Belohnungen dabei. Wenn du nämlich 300 Schiffe zerstörst, kriegst du einen Enforcer, warum auch immer. Wenn du halt mit jedem Char 300 Schiffe zerstörst, kriegst du halt jedes Mal einen Enforcer relativ billig. Enforcer-Preis sagt Sturzflug. Vorausgesetzt hat es einen Enforcer drin und nicht irgendwie eine Air-Enforcer-Skin oder so irgendwas. Aber das sieht man halt nur. Also die einzige Belohnung, die man halt vorher sieht, ist hier, wenn du hier drüber hoverst, dann zeigt er an, was das Skins drin sind und 100.000 Skillpunkte. Das ist jetzt eigentlich auch schon ein Grund zu machen, weil wenn ich jetzt hier mit meinen Skills schaue, was ich bekäme, wenn ich hier einen Injektor reinballer, da bleibt nicht viel übrig, aber in dem ganzen Programm gibt es halt eine 3/4 Million Skillpunkte, das ist halt schon sexy. Auch wenn ich da gerade Sachen am Skillen bin, die man halt jetzt nicht wirklich braucht. Weil mit Drone Specialization auf 5, also, das ist halt nice to have, aber wenn man es nicht hat, geht jetzt die Welt auch nicht unter. Gerade noch überlegt, soll ich die wegschießen, soll ich sie nicht wegschießen? Lol, das ist ein Zehntel der Missionsbelohnung von der zweiten Mission drin in dem einen Wrack. Da haben sie geschummelt. Der innere Bereich von der Site hier, das ist von der einen Level 4 Mission. Wo dann in der nächsten Stage die drei Drohnenbunker rausklatschen muss. Das ist genau dieses Setup. Nur dass das Gate in der Regel nach schräg oben zeigt, anstatt nach hinten raus.
Ist immer spannend zu wissen, wie ein Anfänger hier wirklich zurechtkommt. Weil die Jackdaw ist halt schon ein bisschen OP. Aber ich wollte auch nicht Ewigkeiten in den Sides verbringen, wenn ich das Zeug hier alles blitze. Keine Gegner mehr, was soll ich denn hier outtaken, wenn hier nichts mehr ist? Oder sich einen Tower killen? Ich glaube, ich bin gezwungenermaßen auf DirectX 12 gewechselt worden. Ich muss jetzt hier schauen. Ist das irgendwo? Es gibt nur die Möglichkeit, glaube ich, das ganze Zeug absichtlich rückgängig zu machen. Aber standardmäßig bist du, glaube ich, automatisch auf 12. Ach nee, stimmt nicht. Du bist nur auf 12, wenn du die Photon UI verwendest. Wenn du die alte, also Carbon, verwendest, dann bleibst du auf 11, glaube ich. Aber das müssen wir ja hier aktivieren und dann. Das habe ich mich auch noch nicht getraut. Die ganzen Fehlermeldungen, die ich immer wieder höre. Möchte ich mir das nur nicht antun. Den Wechsel oder das DirectX 12 auf 11 zurücksetzen. Naja, das zurücksetzen, das geht irgendwo anders. Aber die Photon UI, die kann man, glaube ich, hier einschalten. Ist ja hier irgendwo der Button. Was ich glaube, was mir gefallen wird, ist, dass diese ganzen Menüeinstellungen erst riesig aufgeblasen worden sind. Also quasi hier im Stil von Air und so, mit riesen Flächen zwischendrin, die kein Mensch braucht. Und nachdem so viele rumgemault haben, haben sie halt Compact-Modus gemacht, der noch enger zusammen ist als das, was wir jetzt hier haben. Was natürlich super ist, kriegst du nämlich noch mehr Daten auf weniger Fläche. Duck, Heffernen, wie auch immer, willkommen. Okay, also da schreibe ich jetzt den Bug-Report oder später.
Ich hoffe nicht, weil das wäre ziemlich ungesund, wenn der Klon irgendwann sterben würde. Weil ich habe nämlich Nirvana Set gerade dabei. Fände ich nicht geil, wenn der jetzt sterben würde. Also zumindest in dem Bereich ist es jetzt nicht. Der ist nämlich jetzt fertig. Ist bis jetzt das alles rausgefallen als Belohnung plus Rifter und Slasher. Machen wir mal noch Soldier of Fortune. Weil das sieht nämlich auch stark nach PvE aus. Vielleicht kriegen wir dann mit 350 gekillten NPCs den Enforcer Cred und können dann auch gleich beantworten, was da drin ist. Weil ich halte es nämlich für keine gute Idee, da Enforcers zu verschenken. Ach, Destroyer Skillcred, okay, da ist ein Destroyer drin. Ich dachte, ich verschenke das Schiff. Ja, ist gerade gerallt. Gedacht, die verschenken die Enforcer aus Project Discovery. Das wäre ja ein riesen Shortcut gewesen. 9 Char erstellen, 350 Freaksack klatschen und zack hast das Schiff. Infinity Repeat, Enforcer demnächst nur noch 5 Mille wert oder so. Wieso ist das Ding nicht klickbar da hinten? Ist überhaupt nichts klickbar. Immer halt das Wrack und orbiten das. Soll ich eben TS hochziehen? Apropos Kommunikation. Ich vorhin gesehen, dass du AFK bei uns rumgeeidelt warst. Neue Liebe ist schön, Sascha. Neue Liebe ist schön. Und Faser Delph hat seine mit dem Wurmloch gefunden. Hier kann man sich richtig schön Standing versauen. Muss hier Vitel in die Luft jagen, okay. Das mache ich da nicht mit der Jackdaw, die ist zu teuer für mal eben die Luft jagen. Eins, zwei, drei. Schiffswechsel, yay. Ja, dann kommt man nur mit der Wiege rein. Also durch diese ganzen Karriereagentengeschichten hier kriegst du sowieso so viel Zeug hier hinterhergeschmissen, das ist nicht mehr feierlich.
Also das Expert-System ist neu. Booster sind vom Event. Kann ich mal hier runterziehen. Lol. Okay, noch ein paar. Kannst nichts bewegen, wenn du im Dingens bist. Hier sind nicht haufenweise von diesen Credit-Geschichten und Connections und Social. Wow, super Beschreibung. Ein bisschen rundschauen. Ich glaube, ich bleibe beim Kaugummi. Kleine Kaugummikugel. Nee, man konnte gar nicht rein. War Missionsbeschränkung nur mit der Video. Das hätte ich aber spätestens gemerkt, wenn er gesagt hätte, darfst nicht rein. Okay, Warp Disruptor auf Schiff. Ich schmeiß mal raus, muss ich eben Ding raus. Lol. Es kommt auf Warp Disruptor Strange 0. Irgendwas halt so. Das Biergesindel macht Kaffee, okay. Upgrade zu Kaffeegesindel. Zur Versicherung kommt übrigens, ich glaube in 2 Wochen ein, ich will nicht sagen Tutorial, aber eine Info. Da hat nämlich die CP so lange dran rumgeschraubt, bis es im Endeffekt nutzlos ist. Ich glaube, töten war, glaube ich, nicht erforderlich, aber warum nicht? Was hat denn der für ein Rap? Was hat der für Resistenzen? Ich habe das für das Tutorial, habe ich es mit der Orca demonstriert.
Orca ist momentan so bei 1,5, 1,6 Milliarden. Und du bekommst als Basisversicherung, glaube ich, 360 Millionen irgendwas in dem Dreh. Und wenn du dann mit Premiumversicherung bist du bei 480 oder so. Welche dich aber halt auch nochmal irgendwie 100 irgendwas Mille kostet. Civilian Remote Ship Booster. Okay. Am Ende ist nichts mehr da von der ganzen von meinem Fitting hier. Das mit der Versicherung liegt aber auch daran, dass CCP die Werte für die Versicherung so komisch berechnet. Die rechnen nämlich anscheinend nur die tatsächlich Mineralien aus aus Welterzen und Reaktionsmondgedöns, PI, Gas, weiß der Geier was, rechnen sie irgendwie gar nicht ein. Was natürlich ein klein bisschen die Leute daran hindert, dass die Versicherung irgendeinen Nutzen hat. Weil ich habe seit sie den letzten Change dran gemacht haben, habe ich gar keine Versicherung mehr abgeschlossen. Weil der Versicherung ist ja, also du hast die Basis, den Basiswert. Ich fasse das mal einfach kurz zusammen. Du hast den Basiswert, der ja aus dem Mineralien quasi besteht, also aus dem Mineraliengegenwert vom Schiff. Was auch heißt, T1-Schiffe sind effizienter zu versichern als T2-Schiffe oder Capitals oder was auch immer. Oder Schlachtschiffe. Und dann zahlst du halt deine Versicherung und bekommst im Endeffekt den Versicherungswert verdoppelt plus den Basiswert ausgezahlt. Das heißt, du wettest quasi gegen die Versicherung, ich werde innerhalb der nächsten 3 Monate oder also es sind nicht glatte Monate, sondern 12 Wochen, aber mal so innerhalb der nächsten 3 Monate dein Schiff zu verlieren. Und wenn du das halt nicht verlierst, dann hast du halt schon drauf gezahlt. Weil beim nächsten Mal bist du dann halt quasi auf Point Even. Das heißt, du versicherst nochmal und dann bekommst du halt genau das raus, was die 2 Versicherungen gekostet haben, plus den Basiswert. Und wenn du es ein drittes Mal machen möchtest, ja, dann war's das. Okay, da müssen wir eine Rift uns zusammenbauen. Was soll man hier finden? Soll man überhaupt irgendwas finden? Hoffen wir mal, es geht gut. Wieso wegen Red Dot? CCP mal wieder den Red Dot eingeführt. Gibt es ja tatsächlich ihre Worte, oder nicht? Da hat auch Rex Jarvis Sticker gedruckt. Große rote Punkte, auf denen drauf steht, sie haben einen neuen Sticker.
Also ich habe keine Red Dots. Also ich bin sehr gerade am Machen. Kann aber auch sein, dass sie das gestern noch oder heute mit der Downtime gehotfixt haben, weil sie keinen Bock hatten, dass Reddit brennt. Den Beacon? Was für ein Beacon? Sicher, dass es funktioniert, was ihr hier vorhabt? Weil mit All-You-Can-Sensor-Dem ist schwierig, irgendwas zu machen. Okay, ich nehme an, das war geplant. Das war dieses, sie müssen ein Schiff verlieren, Geschichte. Oder meinst du das hier? Waren das vorhin auch schon Red Dots? Oder jetzt erst bei dem? Bei wem sind sie mir nicht aufgefallen? Was mich stört, ist, dass die ganze Zeit dieses Claim Rewards offen ist, auch wenn kein Claim Rewards da ist. Also ich habe schon fünfmal gesagt. Halt Frigget. Okay, dann probieren wir was anderes. Jetzt echt am Zweifeln, ob das tatsächlich die ganze Zeit rote Punkte gemacht und ich sie nicht gesehen habe oder. Whatever.
Ich gehe jetzt einfach mal eine Worm holen, mal schauen, ob die funktioniert. Weil anscheinend ist ja nicht der Sinn der Sache gewesen, davon das Schiff zu verlieren, weil das habe ich ja gerade bewiesen. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass man die andere Rifter hätte verlieren müssen, weil es waren ja zwei. Also erst nochmal die Rifter in die Wand fahren und dann mit der Worm probieren. Weil Worm mutmaßlich in die Wand fahren ist zu teuer für mal eben. Ja gut, es ist schwierig, wenn du als CEO in der Corp drin bist. Na gut, für die 30 Punkte, das lohnt nicht. So, mein Ivo. Also all you can auf den Gegner. Sind für 5 Overclock Boost. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Mission oder diese Aufgaben in der Form die Leute tatsächlich dazu bringen, in dem jeweiligen Bereich was zu machen. Das ist eher so ein nettes Goodie, wenn du gerade eh dabei bist. Wenn das Ding nicht hält, dann frage ich mich, wie das ein Anfänger machen soll. Es bietet dann noch in dem Enforcer-Bereich eigentlich ein bisschen Kombi. Das waren die Enemy Ships. Bounty geht bis 5 Millionen. Combat-Zeit. 25 Combat-Zeit. LOL. Also da sind ständig Sachen drüber und drunter. Das ist weird. Oh, die EPK gibt auch Belohnungen. Ganze EPK macht gibt. Defense System Skill, okay. Da werden wir mal vorausgesetzt natürlich, es geht. Die nächste Epic Arc. Die geht schon. Gut. Sollen wir nächste Woche mal eine Epic Arc Flotte machen?
Jeder fliegt Epic Arc und wenn irgendwo was hängt, hakt, fragen sie immer was zusammen. Oder führe ich gerade Selbstgespräche? Alle hocken im Lurken, keiner will was sagen, schreiben, tun. Oder es kommt ein, ich habe es gerade eben selbst geflogen. Wie immer, irgendeiner hat es schon geflogen. Mit dem Schiff hier übrigens, mit der Worm, fliegt Frank seine Epic Arcs immer. Allerdings mit ohne AB und dafür mit dem zweiten Extender. Ja, gucken, was jetzt passiert. Was will er denn? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Anerif, da ist halt Asche. Ach, jetzt hat er gesagt, ja, okay. Es ging also tatsächlich nur ums Sterben. Bis dann nochmal danke fürs Buch. Vielleicht nicht das optimale Schiff für ein EM-Loch, aber... Probieren wir es. Ja, der hat es mit dem abgeschlossen nicht angezeigt. Ich habe jetzt zwar gedacht, dass dieses... Sie müssen sterben oder gestorben sein, da das Ziel ist von der ganzen Aktion, weil warum sollte man sonst solche OP-Sites halt machen? Und dann habe ich eine Vermutung gehabt, vielleicht liegt es daran, dass die falsche Rift da war. Weil man kommt ja vom Enforcer und vom Soldier of Fortune, von beiden bekommt man ja eine Rift da geschenkt, dass es halt die andere sein muss. War es aber nicht. Er hat dann irgendwann zwischendurch anscheinend festgestellt, erfolgreich gestorben und zurück an der Station und Mission erledigt. Den Aufzug Dark and Spiky.
PS, ich hätte gerne auch solche Stationen für Spielerstrukturen. Diese Dark and Spiky ist ja voll in den Asteroiden reingepackt. Ja, braucht trotzdem noch einen Turret-Slot und geht deswegen nicht auf die Ohren drauf, GG. Ja, schau mal genau, was für ein Timer das ist, weil eventuell ist sie reinforced und stirbt oder sie wird abgebaut und ist dann weg. Und in beiden Fällen landet dann Zeug eine Asset Safety. Und wenn es deine eigene Station ist, schau mal in den Nachrichten nach, was los ist. Ob du eventuell einen Krieg erklärt bekommen hast oder was auch immer los ist. Ja, aber eventuell ist dein Char dann im Krieg. Nicht, dass du damit rumfliegst und dann plöpp. Und du wunderst dich, warum plöpp. Das wird schauen, ob die Krieg haben und die Struktur, also der Krieg wegen der Struktur ist, oder ob die Struktur halt einfach nur irgendwas anderes. Darf ich jetzt endlich die Worm nehmen, die ich extra geholt habe? Wenn die Struktur übrigens im Abandoned-Modus ist und dann trotzdem einen Timer hat, dann gibt es keine Asset-Safety. Und dann kann man da eventuell mit einem anderen Alt sich die Taschen voll machen. Wenn man moralisch da keine Probleme mit hat.
habe jetzt gerade gedacht, da könnte man die wunderbar für immer und ewig wegchainen, wenn immer mehr und mehr und mehr nach. Das ist interessant, du bekommst hier Informationen über Primary und Secondary im Flottenkampf. Darfst aber nicht Flotten kämpfen, sondern musst nur irgendwelche Dulli-Aufgaben machen, wie Geiseln retten. Und die Station Public ist, kannst du übrigens auch linken und zeigen, was für eines ist oder teilweise vielleicht hat der eine oder andere Bock, da dich finden zu kommen. Was passiert denn, wenn ich den Typen kill, bevor ich den grappeln oder weppen kann? Das sollte nicht gehen, okay. Probier mal aus. Jetzt machst du gleich Flup als Wegmission nicht lösbar. Ach, das ist wieder einer von diesen Unkaputtbaren. Sehe ich jetzt schon. Der Weltgleis schielt wieder 100% und dann... LOL. Wir brauchen einen neuen Timmy. Jo. Ich habe die Mission kaputt gemacht. In dem Moment, wo ich dahin komme, der Schild drin, macht es aber nur plöpp und dann ist es weg. Ich warte mal raus und nochmal neu rein, vielleicht respawnt er ja. Oder ich muss ein Ticket schreiben. Hallo CCP, ich habe den Karriereagenten kaputt gemacht. Bitte reparieren. Oder morgen nach der Downtime. Ging auch. Naja, dass die Hobgoblins ein bisschen auf Droge waren, dürfte auch nicht unbedingt so, weil die sind ja mit durch die Worm komplett aufgepumpt. Die ganzen größeren Schiffe machen ja aus Drohnen immer Drohnen auf Steroiden. Ich war auch kurz versucht, die gerollten zu nehmen. Für die gerollten Dinger bin ich ja gerade am Skillen. Diese Mutated Drone Specialization. Nö, respawn nix. Dann Ticket.
Wie umschreibt man das jetzt am besten, dass es sich nicht so blöd anhört? Das ist, was ich gemacht habe, Father Dave. Ich habe Faction-Drohnen genommen und habe die einmal mit Geschwindigkeit und einmal mit Damage gerollt. Kann ich gleich zeigen, sofern es jetzt nicht automatisch, also nicht sofort resettet wird, dann fliege ich hier zurück nach Langisi, machen wir nochmal ein paar Busy Level 4 Missionen, ein Stündchen oder so. Und dann kann ich auch die Drohnen zeigen, die ich gerollt habe. Es ist so semi-gut gelaufen, aber da ich nicht viel für investiert habe, ist okay. Ach, Quinn. Irgendeins haben sie sicher übrig. So, Ticket ist raus. Ich habe ihnen jetzt geschrieben, dass ich aus Versehen den NPC gekillt habe, bevor der Web drauf war. Ich packe jetzt mal das Geraffel hier ein. Und kehre zurück nach Langisi. Was machen wir mit den Schiffen hier? Es ist erstaunlich, dass hier sehr viele Leute die Schiffe aufkaufen, die hier spawnen. Und sie zum doppelten Preis oder mehr als zum doppelten Preis auf der Station verkaufen. Okay. Die können nachher Puschel abholen. Oder Father Death, bevor du gehst, meintest du den Red Dot hier? Bei der Geschichte hier aufschlägt.
bin gerade nicht sicher, ob man die gerollten Drohnen, ob man die sieht, wenn man die in den Channel sieht, schmeißt. Sollte den Langise noch keine Flotte haben, können wir jetzt eine machen. Ansonsten kann wer auch immer die Flotte hat, mich gerne einladen. Das ist jetzt blöd, das ist die ganze Zeit jetzt eingeblendet. Obwohl es nicht weitergeht. Seine Schiffsgrößenbeschränkung? Nein, gibt's nicht. Also. Leute, ich will nicht mal meinen Web rumliegen. Die Jack doch hier den Web reingelegt. Bis zum nächsten Mal fertig. So, machen wir noch ein bisschen NPCs kaputt. Sofern man uns lässt. Wobei, es wäre vielleicht ganz clever, dafür auch ein Level 4 Missionsschiff zu nehmen und nicht die Jackdaw. Könnte man zum Beispiel die Gela nehmen, da habe ich mich auch mutierte Drohnen für. Ja, Attack of the Drones, da ist zu viel im zweiten Raum für die Jackdaw. Dauert zu lange. Ich bin doch schon gestorben. Was mehr als einmal sterben pro Stream ist, ne? Dass hier für Forderungen gestellt werden. Hier sind nämlich Medium. Welche nehmen wir mit? Die nicht, die hat schlechten Schadensmodifikator. Schadensmodifikator auf 0. Das Drecken ist besser. Schon mal die Vorauswahl. Okay, 1,5 ist doch normal. Das ist Drecken schlecht. Was kann die? Alter, was ist denn der Standardwert, dass der sagt, das ist schlecht? Komma 8 ist der Standardmodifikator, okay.
dann ist davon gerade gar keine irgendwie gut. Ich habe das auch hier mit Leitdingern gemacht. Für die Worm. Frage ist halt 1,9 gut, wenn dafür Strickinggrütze ist. Beziehungsweise ich bin sogar zweimal gestorben. Einmal in der Vigil und einmal in der Rifter. Das muss jetzt erstmal reichen. Von wegen Toten und so. Ihr hättet auch mich einfach in die Flotte einladen können. Das wäre einfacher gewesen, als eure Flotte aufzulösen. Ich bin da nicht so. Ich gehe auch in fremde Flotten. Wieder in der Gnosis. Lieblingsschiff. Ich wollte gerade fragen, wo die NPCs bleiben. Sascha, hast du nicht auch Metro dir geholt gehabt, aber nicht gespielt? Ich bin nämlich gerade kurz vorm Stream mit Metro Exodus fertig geworden. Da haben sie sich selbst übertroffen. Das ist ein richtig geiles Spiel. Das habe ich mir gestern oder vorgestern, vorgestern war es, mit Summer Sale geholt. Inklusive DLCs für, glaube ich, 14 Euro oder so. Das ist richtig geil. Im Endeffekt ist es ein 2 Tage langer Kinofilm. Wobei stellenweise die Cutscenes schon nervig sind. Weil einigen Cutscenes kommt es halt nicht raus. Also nicht skippbare Cutscenes ist so ein Unding. Das brauche ich nicht.
Und mein Hauptkritikpunkt kann ich nicht sagen, weil sonst würde ich die kompletten, alle, die es noch nicht gespielt haben, spoilern, das ist doof. Das habe ich nie gespielt. Mit Horizon Zero Dawn, da habe ich nur schlechte Kritiken gehört. Und habe es dann gelassen. Hi, Dog Spirit. Okay, also die Mission ist resettet worden anscheinend, gerade eben. Soll ich nach der Mission nochmal rüberzuckeln und die zwei Jungs hier im Stich lassen? Oder sollen wir die Mission, die Vierer-Mission machen und einfach davon ausgehen, dass dies die Karriere-Agenten-Geschichte funktioniert? Mit Bugs, aber funktioniert. Muss ich auch nochmal ein Ding schreiben. Das Drohnenmenü ist ständig oben drüber. Ist ständig im Weg, wenn man hier ist. Na doch, jetzt geht's. Folgen nämlich scrollen nicht. Wo ist jetzt der Gret gelandet? Ist der auf der Station oder? Was auch immer. Ja, deswegen möchte ich, finde ich, von Exodus das Ende verraten. Ich habe zwischendurch, habe ich mir das Spiel auch ein bisschen kaputt gemacht. Da gibt es eine Mission, wo man einen Kumpel retten soll. Und ich habe einfach nicht gefunden, wo der ist. Und habe dann einfach mal angefangen, einfach alles wegzuschlachten, was halt so rumgelaufen ist. Und bin dann komplett woanders rausgekommen, als mutmaßlich beabsichtigt war. Und zwischendurch hat er dann aus Objective gewechselt. Es ist dann von den Typ retten auf zum Damm kommen, also so ein Wasserkraftwerksdamm, wo man dann hin muss. Und als ich dann dort angekommen bin, war der Typ halt auch wieder da. So. Hast ihn zwar nicht gerettet, aber der ist halt irgendwie da doch aufgeschlagen. Hat zwar nicht viel Sinn gemacht, aber ich habe einen Haufen Loot gekriegt und Waffen-Upgrades. Das ist nämlich eine schöne Sache. Man kann ja in den beziehungsweise man kann in den Metro, in der Metro-Reihe kann man ja seine Waffen also selber bauen. So ein bisschen wie in Fallout auch. Zumindest im vierten Teil von Fallout. Das sind ja auch alles so selber Bauwaffen.
man dann so zusammenstückeln kann. Und die ganzen, also jedes Mal, wenn du stirbst, also wenn du jemanden tötest und dann diese Leiche durchsuchst, ist halt die Möglichkeit, dass in diesem Toten Upgrades für die Waffen sind. Und die kannst halt dann an deine eigenen dran schrauben. Und du kannst halt jederzeit quasi deine Werkbank mitnehmen und diese Upgrades nahezu instant in die reinfriemeln ins Dingens. Da kannst du also deine Waffen, also du sammelst quasi die Basis von dieser Waffe und dann kannst du die halt verwenden. Aber du kannst sie nur in deinem Hauptquartier quasi zwischen den Waffen wechseln. Dass du also quasi die Waffenbasis Austausch geht nur in der jeweiligen Basis, die diverse Gegenden sind und nicht an normalen Waffenwerkbänken. Und an Waffenwerkbänken kann man dann so Sachen wie Molotow-Cocktails und Granaten und weiß der Kugel was bauen. Und in seinem Rucksackwerkbank, die man immer dabei hat, da kann man halt Munition und sowas nachbauen und Täuschkörper, Messer, Pfeile, so Zeug. Also die einfachen Zeug. Ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich fand die... also Exodus hat mich richtig gekriegt. Was mir bei der... Was war denn das erste? Auf jeden Fall in irgendeinem Teil gibt es die Stelle, wo man durch eine U-Bahn durch muss, wo Geister einen angreifen oder töten, wenn man zu nah an sie rankommt. Und die Stelle, die hat mich so oft gekillt, ey. Das war so ein frustrierendes Frustmoment-Dingens. Jo, bis dann, Sascha. Das hat mir so den Fun-Faktor und die Motivation genommen, die Stelle. Ich habe das, als das erste Mal passiert ist, habe ich das Spiel danach deinstalliert. Und dann irgendwie 3-4 wurde dann nicht angefasst. Und ja, komm, gib ihm nochmal eine Chance, so. Vielleicht. Und dann in einen Rutsch durch, ohne irgendwelche Probleme, war komplett wirr. Weiß nicht, ob das ein Bug war oder ich mich einfach beim ersten Mal nur zu dämlich angestellt habe. Auf jeden Fall war danach halt wieder der Metro-Faktor halt da. Days Gone sagt mir gar nichts. Ist das ein Survival-Titel? Weil die gibt's mittlerweile wie Sand am Meer. Das ist irgendwie so der nach Zombie kam Survival-Hype. Ich habe jetzt gerade den Ding aufgemacht. Action-Adventure-Videospiel. Deacon sind, das sagt mir irgendwas. Aber ich glaube, ich schon mal gehört. Okay, vulkanische Aktivität, das ist wieder so ein Klischee-Gedöns. Und wann ist das? Also ist es schon veröffentlicht, mutmaßlich. Kann man mal schauen, ob das irgendwie Angebot ist.
Also das letzte Zombie-Ding, was ich gespielt habe und okay fand, war Left 4 Dead bzw. Left 4 Dead 2. Wobei der zweite Teil im Endeffekt eine Kopie vom ersten war. Und DayZ, wobei das ja weniger Zombie war, mehr Überlebensgedöns. Wer sich gegenseitig mit dem steilen Schädel einhauen und vor Hubschraubern abhauen. Deswegen habe ich Fallout 4 so gekriegt. Ich bin auch so ein Basenbastler. Fallout 4 kannst du ja auch dich wieder in der Basis, also gibt es ja eine Arschvoll DLCs für und kannst ja komplett eskalieren, was Basen angeht. Oder halt Minecraft. Aber Minecraft heißt immer so bis zu 12, wenn du sagst, dass du Minecraft spielst. Ich denke so, scheiß drauf, macht Spaß. Mir egal. Ja, Nachbarkrieg fliegen macht mehr Sinn, wenn man Nachbarkrieg muss und Nina trinkt. Oh Gott. Hirntod, ich bin ein Zombie. Jetzt kommt Ark. Ark wird so oft vorgeschlagen, aber Ark ist mir zu drüber. Ark hat für mich verloren, als sie dieses Cyber-Gedöns da reingepackt haben. Ich meine, Dinos züchten, Geschenk. Also da komme ich voll mit klar mit Dinos züchten. Aber dann irgendwelche genetisch modifizierten mit Metall im Körper war ich raus. Ich habe es zwar auf Epic, also das letzte verschenkt haben, habe ich mir das geholt. Aber bis jetzt auch noch nicht gezockt. Es war mehr so ein, dass man es mal hat und weniger ein festes, ich werde das mal spielen. So, ich bin anwortbar, aber die Mission ist ja eh nicht sonderlich lang. Das ist ja nur hier die paar Nasen hier wegnaschen. Ich einfach soll Torpedos zu zählen oder einfach warte, bis das Ding weg ist. Ich glaube, ich warte, bis das Ding weg ist. Übrigens, die Raven, die wir vorhin diskutiert haben, die kann man auch mit Torpedos fliegen. Hat man zwar weniger Reichweite, aber die NPCs kriegen mehr ins Gesicht. Seit dem letzten Torpedo-Verbesserungspatch ist das ganz angenehm. Aber ich habe auch gerade kein Fitting da, das habe ich gekillt, als ich Golem quasi adaptiert habe. Stimmt nicht, ich habe eins da. Ich habe nicht gerade eins gefunden.
Hier, Valet Channel. Ist nämlich auf komplett Buffer und dann Reichweite bzw. Präzision. 1400 ist jetzt nicht schlecht. 65 Kilometer. Ich meine, ist jetzt nicht so weit wie Cruise Missile, wo du vom anderen Ende vom System schießt, aber ist ausreichend. Ja, vergessen, den auszuschalten. Also Silent Kurt, falls du dich noch nicht entschieden hast und auch Torpedos verwenden kannst, kannst du auch das Fitting nehmen. Wobei hier statt viermal Range, zweimal Range und zweimal Precision rein müssen. Hier ist dieses Fitting. Hat zwar 500er Signatur, aber funktioniert. Cruise Missile sind ein bisschen besser. Ich habe ja die Hoffnung, dass CCP es endlich schafft, den Shooter rauszubringen. Der im EVE-Universum spielen soll. Mit der ganz großen Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich mal wieder verbunden ist, so wie es mit Dust war. PI-Planeten erobern, so irgendwas. Orbitalen Strike ausführen. Ich weiß nicht, mit Gänsehaut da gesessen, weil sie das in der Präsentation hatten, dass du aus dem All innen, also von einem Spiel ins andere Spiel, vom All auf den Planeten, einen Luftschlag machen kannst. Da hat man so viel draus machen können. Fregatte-Zerstörer mit hoher Präzision, relativ wenig Schaden, aber auf einen gezielten Bereich, quasi einen Headshot, 5 bis 10 Meter groß. Im Kreuzer kannst du dann so einen kleinen Konvoi ausschalten, Battlecruiser, und mit dem Schlachtschiff zerrobst du halt die halbe Map. Und wenn du mit dem Dreadnought auf dem Planeten schießt, ist quasi komplette Map weg, aber dafür 3 Stockwerke tiefer. Was gibt es noch in der Richtung? Also Survival Shooter, so irgendwas. Weil ich suche eigentlich auch irgendwas Festes. So noch nebenher. Weil mein Shooter in Anführungszeichen ist momentan World of Warships. Weil einen echten Shooter habe ich halt seit Team Fortress nichts dauerhaft mehr gespielt. Und dafür findest du halt einfach keine Leute mehr.
Also es, das mit Ark, das ist halt, da sind halt so viele, ich weiß nicht, ob das Add-ons sind oder was, wo halt dann irgendwelche Cyber-Dino, weiß der Geier was, kommt, das ist halt, da bin ich halt raus. Das bricht halt die Immersion zu stark. Huhu, Privatsystem. Nur für unsere Flotte. Kann mir jemand kommen, schieben helfen? Wo Goblins vorhin gemeint hat, Goblin vorhin gemeint hat, was Metro das Spiel nennt, ist in die Story besser. Das ist mir so bei Harry Potter gegangen. Ich habe durch Zufall habe ich gerade die ersten Bände wieder in Hände bekommen, sozusagen. Und bin die gerade am Lesen. Und es ist halt ein meilenweiter Unterschied. Es sind so viele Stellen, wo sie die zweitbeste Lösung gemacht haben. Oder wo Sachen halt einfach filmisch nicht umzusetzen gewesen wären. Ja gut, ich habe aber auch Stellen, wo ich aber nichts sage. Also wenn zwischendurch nie kein Ton war, muss es nicht unbedingt heißen, dass bei dir irgendwas gesponnen hat. Es kann auch sein, dass aber nichts gesagt worden ist.
Oh Gott, Ton, Werbung ohne Ton ist ja furchtbar. Da weiß man ja gar nicht, was man kaufen soll, wenn man die Werbung nicht verstanden hat. Die Reichweite auch anmachen, damit es funktioniert. Reicht's immer noch nicht. Halt wieder auf Kalari. Haben wir alles dabei. Versuche mir gerade Fragen zu überlegen, die man stellen könnte, damit ich sie ja beantworten kann, aber irgendwie das Gefühl zu warm zum Denken. Wenn die Drohnen beschossen werden, liegt das daran, dass der NPC kein besseres Ziel bekommen hat. Also das ist auch signaturabhängig. Wenn du nicht möchtest, dass die NPCs deine Drohnen beschießen, musst du mit dem Schiff näher rangehen, damit sie auf dein Schiff schießen. Oder es zumindest versuchen. Ja, das Smalltalk-Generator kann aber auch richtig eskalieren. Wir haben nur noch eine Viertelstunde. Also Sachen wie, ist Gott eine Frau? Und ist sie schwarz oder sowas, das ist nicht unbedingt so. Wenn es so warm ist, ist es schlimm, wenn es länger geht, ja. Ich habe hier gefühlt 10.000 Grad im Dingens. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, was für eine AI hinten dran ist. Wenn die NPCs die Sleeper AI von 2009 bekommen haben, das gibt es auch in einigen von den normalen Missionen mittlerweile, dann werden Drohnen, die weniger als 100 Meter Signatur haben, ignoriert. Das heißt, Small- und Medium-Drohnen werden von denen nicht angegangen. Und das ist eigentlich egal, was für eine Größe es ist. Das kann man auf Shaka nachschauen. Der hat da die ganzen Infos zusammengetragen bzw. ausgelesen. Hier ist der Link. Das ist die Übersicht von allem, was mit Angel zu tun hat. Maule mit hoher Wahrscheinlichkeit rum, dass das Zertifikat nicht vorhanden ist. Zumindest bei Chrome. Beim Edge ist es egal. Und er zeigte dann die ganzen NPCs an, was die haben und Bounty und mit wie viel sie angreifen und was sie für Fähigkeiten sie haben, also die eigenen Resistenzen und was für Schadensgedönse haben. Und wenn sie sich irgendwie Warp Disruption, Webbing oder was auch immer haben, dann ist das nochmal extra hervorgehoben. Wenn sich den aufklickt, dann zeigt er an, wie viel Reichweite hat, wie hoch
die Stärke jeweils ist, beziehungsweise der Web-Effekt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es aktiviert wird und wie lange diese Aktivierung dauert. Und hier unten kann man dann sehen, NPC-Info, und das ist diese Sleeper-AI von 2009. Und wie lange er braucht, um anzugreifen, zwischen 6,2 und 24,6 Sekunden, bis sie angreifen. Und hier ist bevorzugt Ziel in der gleichen Größe. Also der würde jetzt Drohnen angreifen, weil 26 Meter, das müssten Small Drones gerade noch so sein. Und nach einer Minute, Pi mal Daumen, fängt er halt an, das Target zu wechseln. Aber das, also wer da Spaß dran hat an so Statistik-Sachen, kann sich dann mal durchklicken. Wobei das nicht bei allen gleich, also dieser Drohnenangriffsding, das hängt halt vom NPC ab. Aber in der Regel kannst du sagen, je näher du mit deinem Schiff dran bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der NPC auf die Drohnen geht. Das hat CCP auch im letzten Patch für den Crab Beacon geändert. Der war ja ursprünglich für Dreads so grob konzipiert, du kannst aber auch einen Carrier fliegen. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass wenn du mit deinen Drohnen, also wenn du im Carrier quasi JWD stehst, damit du nicht gekillt wirst oder weniger Risiko hast und mit irgendwas anderem diesen Crab Beacon aktivierst, dann fangen die NPCs an, auf die Fighter zu schießen. Das haben sie vorher nicht gemacht, war halt exploitable, weil dann sind die halt einfach gestorben und hatten nichts, wo sie drauf schießen konnten. Außer eventuell ein hart getanktes Fax, was halt einfach nur dazu da war, dass auf irgendwas geschossen werden konnte. Ja, man kann auch Drohnentank bauen. Das geht auch mit den Gorista-Schiffen eigentlich ganz gut. Dass du die Drohnen so schnell machst und so viel HP gibst, dass du dann halt irgendwo JWD fliegst mit MWD. Aber du hast halt dann Medium-Drohnen, die 10 Kilometer pro Sekunde fliegen und ewig viel EHP haben und dann ist es dir egal, weil dann können sie auf den Drohnen rumschießen, wie sie wollen. Es klappt halt bis zu dem Moment, wo halt eine Webfreak eine Drohne macht, dann kann es halt sein, dass sie gewonshottet wird, wenn die instant steht. Das hat man ja in der vorletzte Woche, dass ich eine Medium-Drohne hatte. Ich glaube, 2-3 Minuten vorher habe ich gesagt, die hat halt die EHP von der Caracal. Ungefittet und dann kurz darauf war es plöpp und sie ist halt instant weg. Weil halt irgendwas, sie stand halt genau in dem Moment, wo sie stand, ist halt geschossen worden von einem Schlachtschiff oder was, und dann war sie halt sofort durchgedrückt und halt annihiliert. Da hatte ich am Wochenende über Mücken, hatte ich eine Diskussion mit meinem Vater, der hat nämlich gemeint, ja, Mücken, die sind voll selten, müssen wir mittlerweile schützen, nicht so, Alter. Seit wann müssen wir jetzt Mücken schützen? Also ich rede jetzt nicht irgendwie von irgendwas Exotischem, rote Liste oder so, Schmeißfliege auf Deutsch. Oder die Schnake oder so, sondern wirklich halt das Zeug, was halt von der Hundekacke, die aus Brötchen springt, so. Also abgesehen davon, dass es halt einfach unhygienisch eklig ist, das viel Zeugs, sehe ich halt da keinen großen Sinn, das zu beschützen. Und auch keine Notwendigkeit, weil die fliegen ständig diese Viecher rum.
Das Einzige, was weniger geworden ist, ist das Zeug, das du auf der Windschutzscheibe hast. Das habe ich so das Gefühl. Dass also diese ganzen Fluginsekten, die halt normalerweise auf dem Acker zu Hause sind oder über dem Acker zu Hause sind, und die Viecher, die sind halt weniger geworden. Also wo du halt früher nach einmal Überlandfahrt die Scheibe quasi sauber machen musstest, ist halt heute fast gar nichts mehr drauf. Ja, ich habe die halt hier im Zimmer im Kreis fliegen. Die Knie kommen dann als zum Balkonfenster rein, fliegen hier ein paar Kreise und fliegen wieder raus. Das ist schön, dass ihr da wart. Was wollt ihr hier? Ja, es ist gut, schön, dass du da warst, und wir werden aber auch nicht so lang machen. Es sind ja noch 6 Minuten. Wenn die Mission hier durch ist, ist auch fertig. Twinhead Games willkommen, aber es ist nicht mehr so lang. Genau zu sein, noch 5 Minuten. Aber das hier sollte funktionieren tun. Ja, ich habe mir die Dokumentation für Twitch-Bots habe ich mir runtergeladen und bin die letzte Woche irgendwann eskaliert. Montag, Dienstag. Hab da Mittwochvormittag mal geguckt, was funktioniert, und hat halt null funktioniert. Und mittlerweile tut's. Auch mit ausgelagerten Listen. Ja, Smart Bomber ist aber halt im HSX saugefährlich. Wenn da irgendeinen erwischt, dann wird er weggebratzelt. Wir hatten das. Von wann war denn das? Ist auch schon mittlerweile eine Weile. Ich wollte gerade letztens sagen, weil das ist schon wieder ewig her, gefühlt. Die Zeit vergeht wie im Flug, furchtbar. Da hatten wir es, dass die Kriegsgegner haben mit Smart Bombs Drohnen abgewehrt. Und wir hatten halt Gila-Doktrin, es war halt so semi. Also es war jetzt nicht so, dass du halt überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt hast, aber es war dann ständig halt, ist halt mal ein Squad gestorben und hat dann halt auch den Alpha reduziert, der eigentlich geil wäre. Ja, so in etwa, letztens 1994, so genau. Das ist der Moment, wo du vor 30 Jahren denkst und 1970 im Kopf hast. So. Und nicht 1990. Wollte jetzt sagen. Genau, und dann haben wir dann einfach Alt-Chars genommen und haben halt die Alt-Chars in den Kriegsgegner reingeworfen mit seinen Smart-Bombs und hat Concord halt den Kriegsgegner weggenascht. War eine sehr teure Erfahrung für die. Weil die saßen halt in Leschaks. Twinner, willst du jetzt demnächst, also die nächsten paar Minuten anfangen zu streamen, oder hast du da nichts vor? Weil dann würde ich mich mal in eine Raid versuchen.
Ansonsten bin ich halt voll gehandicapt, weil ich halt echt keinen Plan habe, was man so raiden kann, weil ich halt selber nahezu nicht existent bin auf Twitch. Das sagt auch meine Watchlist gerade, weil das Einzige, was mir gerade angezeigt wird, was online ist, ist Uedama Scout. Das ist jetzt so semi-unterhaltsam. Da kann man sich die Locals von diversen potenziell gefährlichen Systemen mit Gankern drin anschauen. Ja, aber ich habe auch kein Problem zuzugeben, dass ich keinen Plan habe. Von irgendwas. Ich habe ja Physiklabor gelernt, ich bin furchtbar schlecht in Elektrotechnik, dafür bin ich in Thermodynamik und so Zeug, wo alle anderen immer gestöhnt haben, eigentlich ziemlich gut. Auch Mischungsrechnen von verschiedenen Temperaturen ist eigentlich relativ easy. Haben wir dann auch immer rumgejammert. Muss nur den Energiewert von beiden Flüssigkeiten bestimmen und dann halt ausrechnen, wie die Gesamtmenge der Energie sich auf die neue Gesamtmenge Flüssigkeit verteilt. Oder Lösungsenergien berechnen von Salzen und so ein Zeug. Hat nämlich bei meinem, als ich im ersten Labor war, da haben wir mit Puffersalzen für pH-Elektroden gearbeitet. Die haben wir selbst hergestellt. Da hast du halt mit Salz, hast du halt wirklich Minustemperaturen erzeugen können. Ja, damals kurz nach dem Krieg. Okay, wenn Twinlet sich nicht meldet oder wahrscheinlich auch nicht streamt, dann entlasse ich euch aber so in den Feierabend und hoffe, ihr habt noch einen schönen Nachmittag und wir sehen, hören. Ja, ich habe gefragt, ob du jetzt vorhättest zu streamen, so spontan, dann hätte ich dich mal versucht zu raiden, weil ich normalerweise ja keine Raids mache. Okay, dann hat sich's erledigt, weil ich tue halt selber keinen, also abgesehen von Frank, wo ich halt auch dabei bin und ja, was ich vormittags halt vielleicht mal Dr. Freud oder so, aber die sind halt jetzt nicht verfügbar. Und wahrscheinlich auch thematisch JWD. Tue ich halt keine Raids machen. Und deswegen euch einen schönen Nachmittag. Wir sehen, hören uns Freitag. Und gehabt euch wohl. Bis dann.